Im heutigen Video werden wir mit 8 Panzerwagen zusammen auf Streife fahren, eine große Kolonne bilden und jeden kriminellen Hops nehmen. Ich denke, das könnte ziemlich nice werden, weil wir sind alle SEK und seht euch einfach an, wie viele das sind. Und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Let's go! Wir fahren auf jeden Fall direkt mal los. Wir müssen halt aufpassen, dass wir unsere Kollegen nicht verlieren. Jedoch sollten wir das eigentlich hinbekommen. Es sind ziemlich viele Kriminelle auf jeden Fall auf dem Server. Das ist ziemlich gut. Schaut euch das an. Was ist das? Die fahren auch alle so super. Die haben ihren Führerschein im Disneyland gemacht, aber sonst geht los. Es wird ein Schiffscontainer überfallen. Fahren wir direkt hin, aber durch den Tunnel. Direkt Vollgas. Ich glaube, na nee, da ist Human, der ist auch Crime. Hinterher. Den machen wir zuerst. Perfekt. Der hat eine Sniper. Ja, Internet lag kurz. Wurde getasert, wurde festgenommen. Perfekt. Dann geht's raus. Und fertig ist der Lachs. Schau, was ist hier passiert? Was macht ihr? Was habt ihr gemacht? Ja, alles klar. Alle wieder abrücken. Alle wieder abrücken. Der Juwelier. Juwelier, wir müssen zum Juwelier. Alles klar. Das ist vielleicht doch nicht so praktisch, wie ich es mir gedacht habe. Da ist ein Bugatti. Der hat safe was damit zu tun. Wir kommen hier halt absolut gar nicht voran, aber wir können Stopsticks platzieren. Ne, never mind, hier sind zu viele Fahrzeuge und mein WLAN laggt, aber egal. Hier sind auch irgendwo Schüsse, ich blicke hier gar nicht durch. Alles klar, hier ist jemand beim Juwelier, steht hier an der Scheibe, der war wanted. Oh, es laggt so fett, ich kann nichts machen. Es laggt so extrem, bei mir hat eine Waffe, konnte ich nicht tasern, dann wird geschossen. Es laggt so unfassbar sehr bei mir. Diese ganze Polizeiarmee, die hier immer kommt. Oh mein Gott, ist das interessant, wild. So, es geht auf jeden Fall weiter. Wir müssen gucken, da ist unser Fahrzeug. Und die Bank wird ausgeraubt. Perfekt, direkt hin. Wir müssen zur Bank. SEK-Kollege, bitte. Einmal schnell zur Bank. Diese wird nämlich gerade überfallen. Und da geht die Kolonne wieder los. Ich schreibe einmal Bank, dass sich da mal alle treffen. Weil ich kann die halt nicht alle organisieren. Schüsse, Schüsse. Und ich drehe mich ein. Jetzt gibt es einen Massencrash. Und es geht los. Und da kommt noch einer. Egal, hier sind Schüsse. Aber das ist Polizei. Oder? Ja. Sniper-Schüsse da hinten. Wir haben aber auch eine Sniper. Oh mein Gott, habe ich daneben geaimt. Einmal getroffen. Wurde umgefahren. Was ist hier? Oh mein Gott, ist das ein Chaos. Okay, er ist down. Das ist ja so ein Chaos. Da hinten ist ein Crime. Da hinten ist ein Crime. Da hinten ist ein Crime. Ich glaube, in dem M5 haben wir aber nicht hitten können. Beziehungsweise halt seine Reifen. Egal, ist ausgestiegen. Möchte wahrscheinlich auf uns schießen. Ja, da ist er. Hat einen Sniper, nicht getroffen. Ich kann nicht aimen. Es ist hier so ein Chaos. Rechts ist auch Crime mit Waffe. Wir müssen halt auf beide Seiten jetzt achten. Da scheint es safe zu sein. Wir müssen jetzt vor allem da gucken auf den Bugatti. Ich kann halt, ich habe kein Schussfeld, ne? Ich kann, ah doch, jetzt komm. Einmal getroffen, gut. Und komplett daneben geaimt. Da hinten sind jetzt aber auch Schüsse. Wir müssen halt jetzt auf beide Seiten gucken. Der links ist down, beziehungsweise geradeaus. Und der ist da hinten weggefahren, okay. Oder gelieft, eins von beiden, ich glaube, weggefahren. Und da kommt Porsche, Mr. Avocado. Der war wanted. Stop 6. Vierblattreifen, oh mein Gott. Läuft weg. Hat wieder eine Waffe. Und ist wieder down. Interessant, Schüsse auf den Porsche, schade. Ey, das ist so ein Chaos, ich wurde geschlagen. Okay, perfekt, wurde getasert, wird festgenommen. Ab zum Fahrzeug. So, es geht auf jeden Fall direkt einmal weiter, let's go. Wir können einmal zum Gefängnis, denn bei uns wurde ein Crime reingesetzt. Das heißt, wir fahren zum Gefängnis, bringen den weg. Ich muss das immer durchgeben, Gefängnis, so perfekt. Und dann geht's auf jeden Fall jetzt zum Gefängnis. Und ich bin irgendwie in einer anderen Dimension gerade mit meiner Maus gewesen, egal. Ab zum Gefängnis, da dann einmal wieder alle sammeln. Damit wir auch mal wieder vollzählig sind. Ich denke, wir haben schon mindestens 2 verloren. Das ist jetzt Ansage. Wir waren vorher 7. Und jetzt werden wir safe nur noch 6 sein. Max, 5 sein. Weil Koordination ist nicht so die Stärke. Alles klar. Emir möchte mich holen. Interessant. Das heißt, er wird schon mal weg sein. Okay, wir sind 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe es predicted. Ich habe auf Ansage sind nur 5 gekommen. Ich habe es so predicted, dass nur 5 Leute kommen. Und es sind nur 5 gekommen. Aber Emir möchte irgendwie mich holen. Keine Ahnung, Emir macht Sachen. Ah, 5 SEK-Beamte in Panzerwegen und halt noch ein M5 reichen, glaube ich, aus. So, wir fahren mal mit Fullspeed jetzt in den Cayenne rein.
Einfach aus Prinzip und der ist weggeslidet. Interessant. Er ist nicht wanted, okay. Ja, er ist halt down. Okay, wir fahren weiter. Weiter geht's. Ich denke mal, die Hälfte der Crimes ist schon weg. Nö, gibt noch ein paar. Das Problem ist, Emir ist jetzt Crime. Der wird so auf mich gehen. Das wird ein ziemlich großer Krampf. Aber wir sind ja noch fünf Polizisten. Also, da ist ein Lambo. Ist der maybe Crime? Nee, ist er nicht, würde ich sagen. Oder? Warte, 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 warte. Der eben da hinten beim dem, der da. Warte. Kann ich hier nicht mehr reden? Da hinten, genau er hier, der auf dem Quad ist wanted. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Der ist wanted. Der heißt irgendwie Backfisch und Backfisch hat viermal jemand mit Fäusten angegriffen. Taser, Taser. Ich bin sowas von. Hilfe, Hilfe. Konnte ich nicht tasern, komplett daneben getasert, egal. Schlagstock, come on. Bitte. Hallo, Schlagstock. Ich treffe absolut gar nichts. Jetzt treffen wir ihn. Und. Ui, ui, fast ist er down. Jetzt wurde er aber getasert und wird festgenommen. Wild auf jeden Fall. Alles klar, ich habe wieder einen Crime drin. Den bringen wir mal kurz weg. Perfekt. So perfekt. Wir nehmen ihn einmal schnell fest und dann geht's ins Gefängnis. Einmal den Backfisch wegbringen. Ich werde umgefahren. Nein, 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 nein. Nein, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich wollte einfach nur chillig in Ego-Perspektive hier lang. Nicht getasert. Oh mein Gott, meine Aim ist so schlecht. Okay, könnte auch daran liegen, dass mein Internet komplett rumlaggt, aber egal. Los, jetzt zeigen wir, wie OP der Kaffrosch ist. Never mind, der Kaffrosch ist irgendwie nicht so OP, wenn man keine Energie mehr hat. Sniper-Schüsse auf uns, safe. Emir oder Corny, die haben uns ja Ansage gemacht. Da hinten, safe, ja, sag ich doch. Emir, einmal getroffen. Corny auch. Beide sind da. Ich habe Corny einmal getroffen, Emir einmal getroffen und ich wurde auch einmal getroffen. Leute, ihr seid hier ein bisschen im Weg, so ganz bisschen. Vor allem der SEK fährt auch rückwärts in meinen Weg. Und er fährt mich um. Corny. Emir. Die wechseln sich so ab, so smart. Aber die wurden jetzt endlich entdeckt, auch von den anderen. So perfekt. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Wie treffe ich die nicht? Internet oder ist das einfach Aim gerade bodenlos? Nee, das ist mein Internet sowas von. Weil ich treffe die so hart. Also maybe vergucke ich mich auch einfach, kann sein, aber eigentlich treffe ich die, ich werde geschlagen. Von ihm hier. Warum treffe ich denn niemanden? Ist das mein Internet oder? Ja, das ist mein Internet. Ich komme hin. Es buggt ganz, ganz wild rum. Ja, diese Verzögerung. Guckt, wenn ich hier eine Waffe weglege, diese Verzögerung. Und deswegen kann ich halt niemanden treffen auf Distanz und auch nicht auf Nahkampf. Das ist halt immer sehr schwierig. Ich war so auf den drauf, aber es bringt mir halt nichts, wenn mein Internet sagt, nee. Ja, ich bin aber down. Das ist halt schwierig. Allein durchs Rumliegen habe ich schon 60 XP gemacht. Finde ich auch gut. So, wir wurden jetzt aber wiederbelebt. Und es sind immer noch Sniper-Schüsse. Ich weiß aber nicht von wo auf wen. Irgendwie schießen gerade SEK auf SEK. Nee, da hinten ist ein Lambo. Anscheinend wird auf den geschossen. Wir suchen mal unser Fahrzeug und dann fahren wir da rasant hin. Na, ich würde sagen, wir fahren aber direkt hin. Oh, da ist jemand. Und wir fahren ihn um. Let's go ins Wasser. Mit ihm. Nicht mit uns. Let's go. Wir fahren auf sein Fahrzeug drauf. Wir schieben ihn ins Wasser. Nee, das geht ja immer noch nicht. Wir verfolgen ihn. Alles klar. Das könnte interessant werden. So, Stop Six, never mind. So, wieder einsteigen. Perfekt. Weiter hinterher. Ja, und wieder umdrehen. Perfekt. Er wird jetzt geblitzt. Auch interessant. Alles klar. Okay, wir haben ihn verloren, würde ich sagen. Oder ist er das? Nee, das ist er nicht. Der steht so ordentlich. Ja, gut, dann haben wir ihn verloren. Weil wir auf der Seite lagen. Jetzt ist hier noch Trecker-Demo oder so. Keine Ahnung. Die sind irgendwie ein bisschen falsch abgebogen. Also, das ist hier pures Chaos. Oh, der Lambo ist wieder da. Stop Six. Nee, hat nicht so ganz geklappt. Jetzt wird auf sein Fahrzeug geschossen. Interessant. Komm. Fahr. Bitte. Jetzt fährt er. Los. Hat nicht funktioniert. Nee. Also meine Stop-Six buggen da hinten, aber nicht da, wo sie sein sollen. Let's go, wir müssen fahren, bitte. Wir kommen hier nicht durch, wir müssen uns einen Weg bahnen, irgendwie, keine Ahnung. So, jetzt geht's los. Warum ist Nerd jetzt auf meinem Server? Ich checke auch gar nichts mehr wirklich. Den müssen wir festnehmen. Und rein in den M5. Ist Polizei, ist also nicht Nerd, schade. Aber der Juwelier wird überfallen. Ist das Nerd? Keine Ahnung, der hat zu viele Sachen. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal in die Innenstadt zum Juwelier in die Richtung. Hier ist Nerd, wurde geschrieben. Interessant. Wo ist der? Weil der ist wanted. Direkt da hinten. Da fahren wir hin. Let's go, let's go, let's go. Bei der Aris beim Bahnübergang. Los, bitte, fahrt mir nicht rein.
Wir sind auf wichtiger Mission. Auf sehr, sehr wichtiger Mission, weil wir müssen ihn auf jeden Fall holen, weil das wäre halt gut, weil YouTuber holt YouTuber und dann ist wichtig. Sehen wir von hier hinten irgendwen? Da fährt ein Bugatti lang. Ich glaube, Nerd hat keinen Bugatti. Oder hat Nerd einen Bugatti? Ich weiß es nicht. Hier war er angeblich. Er könnte halt Offroad zum Container gefahren sein. Da ist er. Also da ist ein anderer Typi. Aber vielleicht ist auch Nerd da. Ne, ich glaube nicht. Schade. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Hinter der Apotheke sind anscheinend irgendwelche Leute, beziehungsweise ist irgendein Beschuss. Dann fahren wir da mal hin. Juwelier wird ausgeraubt, interessant. Hinter der Apotheke ist anscheinend niemand mehr. Wir fahren dann halt zum Juwelier. Notarzt, bitte. Ja, Karma. Also, das ist jetzt hier. Nein, Spaß, alles gut. Ich habe ja keinen Schaden davon genommen. Du hoffentlich auch nicht. Irgendwer hat zwei Waffen. Ich blicke hier gar nicht durch beim Kreisverkehr. Juwelier ist anscheinend soweit safe. Ja oder nein? Ja, anscheinend alles safe. Gut, dann wieder raus. Dann fahren wir weiter. Vorsicht, da kommt ein Panzerwagen entgegen. Oh mein Gott. Also unsere Kolonne ist irgendwie jetzt ziemlich brüchig geworden, würde ich mal so sagen. Also besteht jetzt noch aus drei Panzerwagen, aber naja, passt schon, ne? Das ist ein Audi R8, das Safe Nerd. Das Safe Nerd, oder ist das Nerd? Ne, ist nicht Nerd. Okay, schade, weil er hat ja auch einen R8, hätte ja sein können, ne? Da hinten Schüsse auf jeden Fall. Können wir da mal bitte hin? Parkt mich doch nicht ein. Meine Güte. Chaos. Da oben sind auf jeden Fall Schüsse. Da fahren wir mal hin. Keine Ahnung. Ist ein Bugatti mit platten Reifen. Kommen wir hier hoch? Ja. Ja, Bugatti hat sich festgefahren. Gut. Wir schubsen ihn noch weiter raus. Rauf. Ja. Nein, 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 nein. Er darf nicht weiter wegfahren. Da ist Soul. Bombe, Bombe, Bombe. Es laggt, es laggt. Oh, komplett daneben getasert. Es laggt so fett, diese Verzögerung. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Ich sehe sie auf jeden Fall. Und das nervt. Allein wenn ich die Waffe wechsle. Eine Sekunde und Bombe. Und ich bekomme halt auf 10 Meter Entfernung noch deswegen Schaden. Da ist Corny. Ja, keine Ahnung. Ich kann halt nichts machen auf diese Entfernung. Absolut gar nichts. Schüsse auf jeden Fall. Nur, ja, es ist so ein hoher Ping. Das ist ganz, ganz wild. Er hat einen Baseballschläger. Schon wieder daneben getasert. Bitte lass mich. Ich bin auf ihm drauf. Mit meinem Fadenkreuz. Das ist so unfassbar. Ja, da hinten machen die auch Action. Ich blicke hier gar nicht mehr durch, was mein Internet auch von mir will. Hab dem nichts getan. Ey, die fahren heute wieder alle so dermaßen schlimm. Das ist unfassbar, ne? Die können nicht geradeaus fahren. So, hier ist irgendwer jetzt down an Polizei. Alles klar, da ist Crime ohne Ende. Einmal umfahren, nevermind. Taser in die Hand nehmen. Nicht Taser. Ach so, das ist kein. Oh, ich dachte, das wäre SEK. Ja, ich bin down. Dieses Internet nervt mich gerade so sehr, ne? Also gerade bin ich einfach, ne, war ein bisschen inkompetent, weil ich dachte, das wäre Polizei. Aber davor, so ein hoher Ping, es ist unfassbar nervig. Aber das liegt, glaube ich, gar nicht an meinem WLAN, sondern am Server. Weil mein WLAN ist gerade tatsächlich gut. Ich glaube, das liegt am Server. Würde ich jetzt mal so vermuten, keine Ahnung. Weil bei mir, mein Internet ist eigentlich gerade ganz solide, würde ich sagen. Ja, ich bin down. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ganz crazy. Also eigentlich negativ halt, weil eigentlich, keine Ahnung, geht besser, würde ich sagen. Einmal getroffen jetzt, obwohl ich halt nicht mal. Eigentlich jetzt habe ich ihn nicht getroffen, so gesehen, aber ich habe ihn getroffen. Es ist ganz komisch, ganz komisch. Aber egal, immerhin haben wir ihn jetzt einmal getroffen. Leute, geht doch bitte weg. Was wollt ihr denn von mir? Da ist auf jeden Fall ein Crime im Notarzt drin. Wir täuschen an, dass wir ihn festnehmen. Und nehmen jetzt halt einen Taser und dann tasern wir ihn. Ja, haben wir ihn getasert. Aber da habt ihr schon wieder gesehen, ne? Es hat jetzt. Oh, jetzt schießt der SEK ihn down. Warum tust du das? Ich hätte ihn auch festnehmen können. Aber ich habe halt getasert und der ist halt so eine Sekunde später umgefallen. Also der Ping ist halt ziemlich blöd. Dann ist ein Italiener. Wollen wir den so ein bisschen wegsnipen? Also sein Fahrzeug kaputt machen. Nevermind, alles klar. Dann wird der Juwelier überfallen. Dann fahren wir einmal zum Juwelier. Und das ist gerade der Nerd. Alles klar, dann müssen wir da einmal ganz schnell hin, weil Nerd das ist. Weil wir wollen Nerd ja festnehmen. Aber mit 50 km/h und einem fast kaputten Fahrzeug wird das schwierig. Aber immer optimistisch bleiben. Der X3 testet auch Offroad-Fähigkeiten seines Fahrzeuges, aber egal, soll er machen. Ja, ich denke mal, Nerd wird schon weg sein, aber es laggt schon wieder. Hoffnung
Stirbt zuletzt, ihr wisst es. Ja, der T6 ist da seit 10 Jahren vor Ort, der AMG auch, schade. Schade, aber jetzt ehrlich, so als SEK, ich hatte ja mal diesen Tarnskin, ne? Der ist wirklich unauffällig, weil wenn ich jetzt hier so reinstürme, dann gucke ich einmal, ist da wer und gehe wieder raus. Dann sieht man das halt gar nicht. Da ist Human. Es laggt, ich würde ihn gern tasern, aber er ist anscheinend nicht wanted. Es laggt hier so fett. Also ich weiß, das ist so unfassbar. Ist er wanted? Ich blick da nicht durch. Anscheinend schon, wenn er so läuft. Ja, ist wanted, alles klar, wurde getasert. Es laggt. Es braucht 2 Sekunden, um ein Item zu wechseln. Unfassbar. Sniper-Schüsse da hinten auf jeden Fall. Nicht getroffen. Also, das könnt ihr mir nicht sagen. Also, der zweite Schuss gerade vielleicht nicht. Das, also sorry, das könnt ihr mir nicht erzählen. Der war so klar gehittet. Also, der war so klar gehittet. Warte, wenn ich jetzt schieße. Ah, nee, okay, das nicht. Der war drauf. Warte, wenn ich jetzt schieße, wann kommt da hinten der Schuss an? Der kommt eine Sekunde später oder so an, der Schuss. Das könnt ihr doch keinem erzählen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie nach da schießen, um ihn zu treffen. Interessant. Ich muss halt predicten. Okay. Oh, mein Sniper ist leer. Let's go, Nahkampf. Mit Lagen im Internet. Er ist da, denke ich mal, drin. Ja, da ist er. Wir müssen jetzt wieder eine Sekunde nach vorne predicten. Also er ist jetzt da oben in der Luft. Nee. Nee, okay. Oh, ein Headshot. Interessant, wir predikten. Wir predikten halt so einmal, dass er in 2 Sekunden da ist. Nee, er fährt weg. Das sind halt Schüsse, aber ich kann nichts machen. Einmal gehittet. Ah, ich habe ihn wirklich einmal gehittet. Aimbot an. Aimbot hatte ich jetzt gerade aus. Und Aimbot ist wieder an. Nee, warte, ich muss ihn kurz richtige Tastenkombination finden. Nee, noch nicht ganz. Ah, Aimbot. Jetzt habe ich die Tastenkombination gefunden. So, und jetzt treffe ich ihn nochmal, wenn er aussteigen würde. Warte, jetzt treffe ich ihn nochmal, Aimbot. Ich muss euch ja mal Aimbot präsentieren. Oh mein Gott. Ich werde so fett gebannt. Warte, Aimbot ist jetzt wieder aus. Wo ist der Typ? Da habe ich ihn auch gerade gesehen. Guck, Aimbot aus, treffe ich ihn nicht. Aimbot an. Warte, jetzt ist wieder Aimbot an. Nee, jetzt. Okay. Ja. Das kann ich erklären, das ist einfach nur mein Internet, was laggt. Aimbot ist immer noch an. Ne, alles klar, er macht jetzt so Springen. Aimbot ist jetzt wieder an, meine ich, sorry. Sind seine Füße. Ne, der war mein. Er springt halt so hoch, ne? Warte, Aimbot ist an, ihr wisst Bescheid. Never mind, er springt hoch, mein Internet laggt. Egal, wir treffen den Typ nie. Es sei denn, wir kommen hier doch hoch, oder? Ey, wenn wir jetzt sterben, egal, es sind eh Sanis da, oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Wir laufen jetzt nach hier hinten und dann holen wir ihn. Da oben, er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Komm, wir überraschen ihn jetzt. Überraschungsmoment und so. Oh, jetzt fährt er da lang. Nein, bleib doch da. Ich bin hier jetzt extra hochgegangen. Komm, bitte. Tu mir das nicht an. Manometer. Oh, da unten sind Quarms. Da unten sind Quarms. Da unten sind Quarms. Die holen wir. Oh mein Gott, die haben uns gesehen. Never mind, wir holen die nicht. Ich habe halt kaum Magazin bzw. Munition. Deswegen kann ich halt nichts machen jetzt. Ich kann jetzt keine Munition verschwenden. Und er ist down. Let's go. Let's go. Easy geholt. Spaß. Woher kommt er denn jetzt? Nein, ich wurde umgeschlagen. Ich lebe wieder. Bluttransfusion. Danke. Nicht getasert? Ja. Ja, und wir sind unten. Ich wollte sowieso runterspringen. Also ist mir das relativ egal, wenn ich jetzt down bin. Bombe, Bombe wird runtergeschmissen. Nein. Wird gezündet. Ich bin down. Ich kam nicht weg. Alles klar, hier sind immer noch Bomben. Wir müssen einmal schnell weglaufen. Ja, keine Ahnung, wo die sind. Da hinten laufen irgendwelche lang. Das ist aber anscheinend egal. Ja, keine Ahnung. Anscheinend sind alle down. Anscheinend. So, Leute, das ist mit dem Video. Wir sind jetzt hier, glaube ich, insgesamt noch 4 Panzerwagen. Also es hat auf jeden Fall sehr, sehr krass gestartet. Dann wurden es halt weniger Wagen, weniger Einsätze. Aber es gab halt viele Schusswechsel. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein Erfolg. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Wir sind by the way 5 Panzerwagen anscheinend. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.